So, hallo zusammen. Ich freue mich, euch heute zu einer neuen Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe 60 Minuten mit begrüßen zu dürfen. Wir als Campus Grünen stehen seit jeher für eine nachhaltige, weltoffene, sozial gerechte, queerfeministische, antifaschistische und demokratische Hochschulpolitik und setzen uns für diese Ideale an der Universität ein. In der Veranstaltungsreihe 60 Minuten mit wollen wir euch und uns die Möglichkeit geben, mit VertreterInnen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft über genau diese Themen zu reden. Für die Veranstaltung gibt es natürlich auch ein paar Regeln, an die wir uns halten wollen. Hassrede, Diskriminierung und Hetze wird nicht geduldet. Wer sich daran nicht hält, wird von der Veranstaltung ausgeschlossen. Zuerst wird es etwa 30 Minuten Einführung in das Thema geben. Danach könnt ihr den Rest der Zeit eure Fragen stellen. Die Zeit für Fragen ist auf 45 Sekunden und die Antwortzeit auf 2 Minuten begrenzt, damit möglichst viele ZuschauerInnen zu Wort kommen können. Fragen können nachher über die Handhebefunktion oder durch ein Sternchen im Chat kenntlich gemacht werden. Unsere ModeratorInnen werden danach euch die Freigabe zum Reden erteilen. Heute geht es um die Themen Biodiversität und Artenschutz und dafür begrüßen wir ganz herzlich Dr. Philipp Wagner, den Kurator für Forschung und Artenschutz im Alvetta-Zoo Münster. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei uns bist. Wir freuen uns sehr auf den Dialog und viele spannende Einblicke zu dem Beitrag zoologischer Einrichtungen zum Artenschutz und unseren Möglichkeiten, den massiven Biodiversitätsverlust aufzuhalten. Ja, danke für die Einführung. Also ich freue mich sehr, dass ich auch hier reden darf und freue mich vor allen Dingen auch dann auf die Diskussion am Ende. Bevor ich jetzt gleich mit dem Vortrag einsteige, ich habe gesehen, dass Jörg Adler, der ehemalige Zoodirektor, auch mit dabei ist. Das freut mich sehr, weil eigentlich, ich sag mal, alles, was ich jetzt gleich erzählen werde, ist das Ergebnis von seinem Engagement und seiner Weitsicht, die er schon sehr frühzeitig gezeigt hat und die den Alvetta-Zoo in die Position gebracht hat, über Dinge zu reden, die ich gleich präsentieren werde. Und deswegen schön, dass du da bist, Jörg. Freut mich. Dann versuche ich das jetzt mal freizugeben, damit wir loslegen können. So. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, zu versuchen, eine Übersicht zu geben. Das heißt, ich werde gar nicht mal bei so vielen Dingen wirklich stark ins Detail gehen. Falls da Details dann gewünscht sind, können wir das ja in der Fragerunde klären. Aber mir ging es tatsächlich darum, mal zu versuchen, eine ganz gute Übersicht von dem zu geben, naja, was Zoos im Allgemeinen, aber natürlich ganz im Speziellen der Alvetta Zoo im Bereich Artenschutz und Biodiversitätsschutz macht. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person. Ich bin Philipp Wagner, Kurator für Forschung und Artenschutz am Alvetta Zoo. Eine Position, die noch nicht an vielen Zoos zu finden ist. Und ich kümmere mich vorwiegend um unsere Artenschutzprojekte, um die Forschungsprojekte und um den neuen Artenschutzcampus, der im Zoo entstehen soll. Von Hause aus bin ich Zoologe und beschäftige mich wissenschaftlich mit der Biodiversitätsforschung, vor allen Dingen im Bereich Amphibien und Reptilien. Ja, wenn wir über Biodiversität reden, dann müssen wir heutzutage ja, mehr über den Niedergang der Biodiversität tatsächlich reden. Also diese Tiere, die hier gezeichnet sind, da sind die meisten bekannt. Die haben auch alle irgendwie einen individuellen Namen bekommen mit Benjamin, dem letzten tasmanischen Tiger, oder Martha, der letzten Wandertaube. Das heißt, der Niedergang der Diversität ist schon relativ alt, aber er wird immer dramatischer. Und das machen die Zahlen von der IUCN ganz gut sichtbar. Denn rund 27% der geprüften Tierarten sind in irgendeiner Art und Weise bedroht. Und das ist auch etwas, wo wir Zoos stärker uns verändern müssen und stärker handeln müssen, denn wir halten hauptsächlich tatsächlich Säugetiere. Und Säugetiere sind zusammen mit den Vögeln, die auch sehr gut repräsentiert sind, die beiden Wirbeltiergruppen, die eigentlich am wenigsten bedroht sind. Ganz im Gegensatz zu den Amphibien, bei denen rund 40% der Arten bedroht sind und vor allen Dingen der Schildkröten als Wirbeltiergruppe, wo wir von ungefähr 60% der Arten sprechen, die in irgendeiner Art und Weise bedroht sind. Und wenn wir also diesen Biodiversitätsverlust in irgendeiner Art und Weise abmindern wollen, dann müssen wir natürlich auch in die Tiergruppen gehen, wo die Gefährdung am stärksten ist. Und die Zoos tun das. Also es gibt tatsächlich auch relativ viele Arten, die in der Natur ausgestorben waren und wieder zurückgebracht wurden. Uns wird immer unterstellt, sage ich mal, dass das nur eine verschwindend geringe Zahl ist. Das stimmt auch.
Denn das Problem ist, eine Art zurück in die Natur zu bekommen, ist sehr aufwendig, sehr schwer und dauert mitunter, wenn man Erfolg haben will, mitunter Jahrzehnte. Und deswegen ist natürlich jede Art, die wir im Lebensraum retten, die viel leichter zu rettende Art. Ein Beispiel zum Beispiel, die Kianji-Gischkröte, 1999 erst entdeckt, praktisch bei der während des Bau eines Staudamms, also wo man praktisch das Umweltgutachten gemacht hat, dabei wurde diese neue Art beschrieben. 10 Jahre später, 2009, war sie in freier Natur ausgestorben. Und man hat, wie man hier im Hintergrund sieht, den Lebensraum an den Wasserfällen, wo sie vorkam, wieder nachgebaut. Also es war eine oder ist eine Kröte, die nur im Gischtbereich dieser Wasserfälle vorgekommen ist. Und jetzt hat man praktisch über ein automatisches Sprühsystem versucht, wieder diesen Lebensraum nachzustellen und hat auch die ersten Tiere wieder zurückgebracht. 2017. Also da sieht man schon allein, wie lange es dauert, wenn man sich einer kleinen Kröte mit einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet bearbeitet. Und wo die Konflikte sind, sieht man natürlich auch bei uns vor der Haustür. Also auch das Wiesen ist eine Art, das in der Natur ausgestorben war. Und man sieht ja im Rothaargebirge, wie schwierig es ist, überhaupt schon bei uns, also im wirklich reichen Deutschland, eine Art wieder zurückzubringen in die Natur. Gescheitert ist es mehr oder weniger an zwei Waldbesitzern, die vor Gericht gezogen sind, mit dem Ergebnis, dass der Kompromiss im Moment vorsieht, dass die Tiere wieder eingegattert werden. Also da ist die Auswilderung ganz klar gescheitert. Und dann sind wir noch nicht bei Konfliktarten wie Luchs oder Wolf oder dem Nerz, also der in Deutschland ausgerottet war, praktisch auch aus dem Bewusstsein der Menschen ausgerottet war, mittlerweile mit der Hilfe von Zoos auch wieder zurückgebracht wurde in der Natur. Also wir haben den ersten Nachwuchs, der in der Natur geboren wurde. Trotzdem ist das mit Sicherheit eine Art, die keine Lobby hat und wenn es da weitergeht, eventuell eben auch wieder zum Konfliktträger wird bei uns. Also man sieht, selbst, ich sag mal, in unserer Luxusgesellschaft ist es unglaublich schwer, Arten wieder zurückzubringen. Und das sind ja nicht die einzigen. Also wir haben den Waldrapp, der sehr intensiv wieder zurückgebracht wird, also wo die Tiere über die Alpen auf dem Zugweg mit dem Leichtflugzeug begleitet werden. Wir haben den Feldhamster, wo es immer wieder scheitert, ihn anständig zurückzubringen. Wir haben den Feuersalamander, der jetzt praktisch vor unserer Haustür anfängt auszusterben. Und wo es eigentlich unglaublich wenig Bewegungen gibt und bei allen drei Tierarten spielen die Zoos da mittlerweile als Player auch eine bedeutende Rolle. Jetzt aber tatsächlich ein bisschen intensiver auch zu dem, was wir machen. Ich habe das Artenschutz das im mal in Anführungsstriche gesetzt, weil nicht alles, was wir machen, findet tatsächlich im Alvetta-Zoo statt, sondern ein großer Teil eben auch außerhalb unseres Geländes. Und wenn wir vom Artenschutz in Zoos sprechen, dann ist zum einen, wie ich immer sage, das ist teilweise das Pflichtprogramm, die sogenannten Erhaltungszuchten, wo wir an sehr vielen Erhaltungszuchten teilnehmen, auch einige koordinieren. Also Orang-Utan wird teilkoordiniert von uns. Wir haben das an Noah, wir haben den Lippenbären, wir haben 6 Schildkrötenarten, wo eben diese Zuchtprogramme von uns koordiniert werden. Und die gelten natürlich erst einmal auch zur Aufrechterhaltung der Zoopopulation, sodass wir eben nicht auf Wildtiere oder Ähnliches zurückgreifen müssen, sondern es geht darum, dass wir selbsterhaltende Population haben. Aber aus den EEPs, und das sind dann die modernen EEPs, entstammen dann natürlich relativ viele Auswilderungen. In unserem Fall sind das zum Beispiel die Geier, also angefangen mit den Mönchsgeiern, die früher nach Frankreich gegangen sind und dort die Population aufgebaut haben, geben wir jetzt im Moment Gänsegeier in den Balkan, um dort die Art auch wieder anzusiedeln. Denn der Gänsegeier, auch wenn er global nicht bedroht ist, hat er in Europa dennoch seine Gefährdung. Also das Hauptvorkommen war in Spanien. Mittlerweile sind die französischen Vorkommen wieder besser geworden. Also die Population dort erholt sich aufgrund von Auswilderungen. Und trotzdem hat der Gänsegeier in Europa immer noch große Probleme. Und also hier sieht man das, also einer unserer Geier ist tatsächlich auch mit einem Satellitensender ausgestattet, sodass man eben auch verfolgen kann, wie weit die Geier in Europa ziehen. Also teilweise gehen die dann vom Balkan bis runter nach Griechenland,
Athen und fliegen auch wieder zurück und alles in wenigen Tagen. Ja, dann was auch praktisch mit dazu gehört zum Artenschutz ist das Netzwerken. Das ist zum Beispiel jetzt relativ neu, das Programm Citizen Conservation. Das ist ein Programm, praktisch gestaltet von einem Verein, der sich für Frösche und Amphibien im Allgemeinen engagiert, Frogs and Friends. Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde ist Mitträger und eben der Verband der Zoologischen Gärten. Und wir sind einer der Projektpartner. Und es geht in dem Projekt darum, dass Zoos gemeinsam mit Privathaltern sich eben im Amphibienschutz in der Tierhaltung engagieren, weil sowohl für die Zoos wie auch für die Privathalter ist klar geworden, dass wir hier einen Bedarf haben, also eben aus der Bedrohung der Amphibien erweckt. Aber jeder einzeln für sich wird es nicht schaffen, diese unglaubliche Masse an Arten, die dort immer stärker bedroht sind, über Tierhaltung zu erhalten. Und deswegen gehen wir eben diesen Schritt der Zusammenarbeit. Und da sind wir mit dem Alvetta-Zoo beteiligt, unter anderem eben auch mit einer Art, demnächst einer zweiten Art, die wir in diesem Programm halten, züchten und praktisch an Privathalter dann auch abgeben, die dann jeweils weiterzüchten. Wir sind im ASAP-Netzwerk, das ist ein in Singapur gegründetes Netzwerk, was sich speziell mit den hochbedrohten asiatischen Arten beschäftigt und dort eben versucht, die Leute, die Player zusammenzuholen, beziehungsweise Förderungen aufzutun. Und dort sind wir eben mit unseren Artenschutzprojekten und als Zoo selber auch mit dabei und haben da auch ganz starke Partner in diesem Netzwerk zusammen. Ja, und dann das erste eigentliche Artenschutzprojekt, was wir haben, also wo wir tatsächlich auch, sag ich mal, ein Leuchtturmprojekt haben. Also das ist ein international bekanntes Zentrum mittlerweile, weil wir einfach im Bereich Schildkröten dort sehr, sehr erfolgreich sind. Und warum Schildkröten? Ich habe es schon gesagt, also rund 60% der Arten sind gefährdet. Und es geht eben auch so weit, dass man mehr oder weniger sagen kann, wenn wir jetzt nicht endlich was machen, dann wird diese Wirbeltiergruppe demnächst ausgestorben sein. Und wir reden hier von einer Wirbeltiergruppe, die ungefähr 200 Millionen Jahre alt ist, mehrere Massensterben in der Erdgeschichte überlebt hat und jetzt tatsächlich durch uns und gar nicht mal so sehr durch Lebensraumverlust bedroht ist, sondern wirklich aktiv durch den Menschen, wenn es um Nahrungsmittel oder Medizin geht. Und deswegen, wie gesagt, war das damals schon sehr weitsichtig, dieses Zentrum zu gründen. Das kam eben auf mit der sogenannten Turtle Crisis, weil eben in Südostasien der Verbrauch an Schildkröten immens ist. Das können wir uns in Europa nicht vorstellen. Also die Märkte sind voll und auch mittlerweile voll mit Arten, die in Südostasien oder Asien gar nicht vorkommen, die dort als Nahrungsmittel oder eben als Medizin, mittlerweile auch die seltenen Arten als Delikatesse gehandelt werden. Und das zum Beispiel ist so ein Umschlagplatz auf Madagaskar, der hochgenommen wurde mit über 10.000 Individuen, die alle praktisch darauf gewartet haben, illegal nach China geschmuggelt zu werden. Und das ist eben auch nur ein Umschlagplatz auf der Welt. Also es werden in Myanmar solche Sendungen hochgenommen, in Mexiko kürzlich. Und in der Regel sind es immer Tiere also Summen mit über 10.000 Tieren. Und das steigert natürlich auch die Preise. Also die richtig seltenen Arten, da zahlen mittlerweile Millionäre hohe Summen für. Was eben auch dazu führt, dass praktisch in Südostasien die Schildkröten kurz vor der Ausrottung stehen. Und im Zentrum haben wir uns auf eine Gattung fokussiert, spezialisiert, die Gattung Koora, die Scharnierschildkröten, die in dieser gesamten Krise eine besondere Rolle spielen, weil sie eben vor allen Dingen in Südostasien vorkommen und weil sie wahrscheinlich eine der bedrohtesten Wirbeltiergattungen überhaupt sind. Also die Gattung hat 13 Arten insgesamt. 5 dieser 13 Arten finden sich unter den Top 10 der bedrohtesten Schildkröten überhaupt. 4 von diesen Top 10 haben wir bei uns in der Haltung und züchten sie auch sehr erfolgreich. Insgesamt haben wir 9 der 13 Arten im Zentrum. Alle Arten, die wir haben, sind kritisch bedroht oder, wie wir vermuten, teilweise auch schon in der Natur ausgestorben. So sieht das aus, also Einblick in eine der beiden Räume. Das ist tatsächlich für Besucher gesperrt, weil diese Schildkröten sehr, sehr stressanfällig sind.
und wie man an den Fahnen auch sieht, sehr viel Rückzugsmöglichkeiten bekommen. Und das Ganze oder die Idee stammt von Ingrid und Elmar Meyer, die sich eben seit über 20 Jahren auch ehrenamtlich in dem Zentrum engagieren und da wirklich mit voller Energie auch immer noch dabei sind. Und die beiden haben es zum Beispiel geschafft, und das können wir mit Fug und Recht behaupten, eine Art vor der Ausrottung zu retten, nämlich Kuora Sui. Die hat eine ganz spannende Geschichte, die kennt man nur von chinesischen Märkten, wo die ersten Exemplare gefunden wurden. Die Art wurde dann als neu beschrieben. Bis heute hat man sie noch nie in der Natur gefunden. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass sie ausgestorben ist. Die erste Weltnachzucht hat bei uns geklappt im Zoo und auch die erste reine Zoo-Nachzucht, also wo beide Elterntiere schon im Zoo geschlüpft sind, hat bei uns geklappt. Und uns insgesamt stammen so rund 70% des Weltbestandes aus Münster. Ähnlich diese Art, das ist die Sulawesi-Erdschildkröte, auch auf Märkten entdeckt in Indonesien. Zum Glück konnte relativ zügig nachvollzogen werden, woher die Tiere tatsächlich stammen, nämlich aus Sulawesi. Aber das ist eben eine Art, die schon sehr, sehr schwer zu halten ist. Also es gibt relativ wenige Halter überhaupt auf der Welt, und noch schwerer ist es, sie nachzuzüchten. Also es gibt nur ganz, ganz wenig Leute, die es überhaupt geschafft haben, sie zu züchten, nämlich insgesamt 12 Institutionen. Und da steht der Allwetterzoo an Nummer 2 mit Nachzuchten immerhin. Mittlerweile auch mehr als 24, also wir sind schon bei der Nummer 26, das heißt, demnächst haben wir Platz 1 an der Stelle auch eingeholt. Also sicherlich etwas, wo auch wir hier in Münster internationales Renommee haben. Ja, und dann das Thema, wo ich eigentlich am liebsten drüber rede und was uns mit Sicherheit, wo andere Zoos, glaube ich, neidisch tatsächlich drauf blicken, ist das Anchor Center for Conservation of Biodiversity, also unser Artenschutzzentrum in Kambodscha. Und das deckt einfach so unglaubliche Vielfalt ab, dass ich am Anfang noch mal ein paar Live-Bilder zeige, bevor ich dann ins Detail gehe. Ja, das waren die kurzen bewegten Bilder. Insgesamt haben wir mittlerweile rund 40 Leute, 40 Mitarbeitende, die sich in Kambodscha für eben die Biodiversität engagieren und einsetzen. Und ich rede einfach unglaublich gerne immer wieder über dieses Team, weil sie so unglaublich viele unterschiedliche Projekte umsetzen und Dinge in Bewegung halten und tatsächlich mittlerweile in Kambodscha auch überall bekannt sind. Das fängt damit an, dass wir unsere Leute alle selber ausbilden, also nicht nur als Tierpfleger und Gärtner, was die Hauptaufgaben im Zentrum selber sind, sondern wir unterrichten teilweise auch Englisch und geben Schulunterricht, um einfach auch unsere Leute an der Stelle weiterzubilden. Das Zentrum selber liegt nahe Angkor Wat. Ich gucke mal, ob man das
sieht. Also Angkor Wat, das sind die großen Anlagen hier. Hier oben in dieser Bergspalte liegen wir. Das ist ungefähr eine Stunde entfernt von diesen Tempelanlagen. Also es kommt relativ unspektakulär daher. Als es begonnen hat, war das alles noch Sandfläche. Das heißt, also auch die Begrünung haben wir praktisch dort möglich gemacht. Mittlerweile ist es alles schon zugewachsen. Das sind die Gebäude, in denen hauptsächlich die Kuratoren, also die international angestellten Menschen leben, teilweise auch ein paar Heimische, wenn es eben darum geht, die Tierpflege auch aufrecht zu erhalten. Und mittlerweile ist das ACCB auch Lebensraum. Das hat Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel dieser wunderschöne Frosch, Lyphoglossus molossus, lebt auf dem Gelände. Und man hat allerdings, und das ist eben der Unterschied, sage ich mal, zum Alvetta-Zoo selber, man hat auf dem Gelände natürlich relativ viele Arten, die auch Probleme machen. Also wir haben immer wieder große Echsen, Warane, die ganz gerne sich auch mal versuchen, unsere Nachzuchten zu holen. Oder in dem Fall, wie man rechts sieht, da war eine Speikobra in das Trappengehege gekommen und die muss natürlich auch wieder eingefangen werden, weil ansonsten wären die Trappen Beute gewesen. Also auch das muss man sich dann eben bei dem Arbeiten vor Ort im alltäglichen Business sich tatsächlich umgewöhnen. Begonnen hat das ACCB als Auffangstation. Das war damals die Idee, die auch aus Kambodscha an den Alvetta Zoo herangetragen wurde. Und das machen wir auch heute noch. Und das ist mehr oder weniger eine traurige Aufgabe. Denn die Tiere, die wir bekommen, kommen aus einer wirklich in der Regel unvorstellbar schlechten Haltung. Also hier sieht man einen Papageien und das ist nicht etwa die Transportbox, mit der wir ihn bekommen haben, sondern das ist tatsächlich der Käfig, auch in den er gelebt hat. Und solche illegalen Haustiere bekommen wir immer häufiger. Wir haben für die Papageien rechts mittlerweile auch eine spezielle Anlage gebaut, wo eben diese wirklich, muss man sagen, psychisch vollkommen kranken Vögel aufgepäppelt werden und alle, die halbwegs in der Natur zurechtkommen, haben dort eine Soft-Release-Anlage. Das heißt, sie finden dort immer wieder Futter, können im Notfall reingehen und leben in der Regel auf dem Gelände des SCB freilebend, aber haben eben die Futterressource bzw. Können jederzeit wieder zurückkommen. Ähnlich bei Schildkröten, also wir bekommen relativ viele verletzte Schildkröten aus dem ganzen Land zu uns gebracht, teilweise sehr, sehr große, diese Pelochelis zum Beispiel. Und die Verletzungen sind immens, haben meistens mit Angelhaken zu tun. Also hier sieht man auf dem Röntgenbild auch, wie tief diese Haken teilweise sitzen. Und das ist natürlich schon eine erhebliche Prozedur, die da auch wieder rauszubekommen, weil natürlich, ich meine, wir haben dort keine echten Operationssäle oder ähnliches, sondern arbeiten auch in der Tiermedizin mit den rudimentärsten Mitteln. Und auch hier haben wir eine extra Anlage gebaut, wo wir solche Tiere dann entsprechend gut wieder gesund pflegen und dann auch zurückbringen können. Und dann die dritte große Gruppe, die wir immer wieder bekommen, sind die Affen, vor allen Dingen die Languren. Hier sieht man ein Tier, was wahrscheinlich gegessen oder für die Küche praktisch gehalten wurde und wahrscheinlich ein Elterntier von einem Jungtier ist. Denn eigentlich geht es in der Regel um die Jungtiere. Das Bild links ist von heute Morgen aus dem Internet, wo das aufgetaucht ist. Also rund 2 Monate alt, das Jungtier, wurde auf einem Markt verkauft und soll jetzt weiterverkauft werden und kommt wahrscheinlich jetzt im Laufe des Tages ans ACCB. Und auch für diese jungen Languren haben wir mittlerweile ein eigenes Aufzuchtgehege, weil das natürlich unglaublich schwer ist, diese Affen überhaupt wieder sozialisieren, also überhaupt am Leben zu erhalten und dann wieder zu sozialisieren. Und auch hier wissen wir über die Art selber relativ wenig über den Bedrohungsstatus. Und das eine ist natürlich, die Tiere gesund zu pflegen. Das wieder freilassen ist aber auch nicht gerade ohne. Also es geht sehr leicht bei irgendwelchen Schlangen oder Greifvögeln. Die können wir relativ nahe in einem guten Gebiet auch wieder freilassen. Aber wir haben natürlich auch große Kandidaten wie die Marabus oder so, wo wir teilweise insgesamt 4 Tage unterwegs sind, um dann einen Vogel irgendwo freizulassen. Also das muss man sich nicht so vorstellen, dass man einfach vor der Haustür irgendwo den Vogel nimmt und freilässt, sondern das sind mitunter aufwendige Aktionen, wo man vielleicht auch nochmal einen Tag mit dem Schiff unterwegs ist. Und auch das spielt eine Rolle. Also wir haben in einem Schutzgebiet im Norden Kambodschas jetzt eine sogenannte Soft-Release-Anlage auch gebaut, eben gerade für solche Auswilderungen, vor allen Dingen natürlich der besonders
bedrohten Arten, weil im ACCB arbeiten wir mit rund 80% bedrohter oder hochbedrohter Arten. Also nur 20% der Arten, die wir haben, sind nicht bedroht. Die zweite Hauptaufgabe ist das ACCB als Bildungsort. Da haben wir dann zum einen natürlich, ich sag mal, das Zoo-typische, nämlich Zoobesucher, in der Regel über Führungen. Einheimische für umsonst, Touristen müssen ein bisschen was zahlen. Insgesamt geht es uns aber da eben hauptsächlich um den Bildungsschwerpunkt und nicht um die Einnahmen. Wo wir gerade sehr aktiv sind, ist im sogenannten Merit Release, wo Tiere der Natur entnommen werden, auf Tiermärkten verkauft werden, um sie dann praktisch für ein besseres Seelenheil wieder rauszulassen in die Natur. Und wie man diesen Käfigen sehen kann, sterben bei dieser Prozedur ziemlich viele Tiere. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass über diesen Merit Release mittlerweile auch Neozoen nach Kambodscha eingeschleppt werden. Deswegen arbeiten wir da mit den Mönchen zusammen. Wir haben mit der Welttierschutzgesellschaft zusammen ein Lehrbuch entwickelt, um Mönche zu schulen im Umgang mit Merit Release, im Umgang mit Tieren, die zu ihnen gebracht werden, um einfach auch diesen Tierschutzgedanken in Kambodscha ein bisschen stärker zu etablieren. Unsere Hauptaufgabe ist aber tatsächlich dort der Artenschutz. Und deswegen ist das ACCB mittlerweile ein sehr, sehr aktives Artenschutzzentrum geworden. Vor allen Dingen für zwei Gruppen. Für die Schildkröten, weil das einfach praktisch der überschneidende Schnittpunkt auch mit dem Alvetta-Zoo und dem Schildkrötenzentrum ist. Und weil wir natürlich da an der Quelle praktisch der Ausrottung sitzen. Das zum Beispiel ist die Zuchtanlage für die Tempelschildkröten, die jetzt relativ kürzlich mit Förderung fertiggestellt wurde. Auch das sind große Schildkröten, die auch ein Wasserteil brauchen, wo wir den Status in Kambodscha überhaupt nicht kennen. Wir wissen nur, sie wird kaum noch auf den Märkten oder alte Tiere werden kaum noch auf den Märkten gefunden. Wir gehen also auch davon aus, dass die fast ausgerottet ist in Kambodscha. Wir machen auch hier Rescues. Also hier haben wir eine Schildkrötenstation im Norden Kambodschas in Anführungsstrichen hochgenommen, haben also alles, was noch gesund war, sofort wieder freigelassen. Die anderen Tiere sind alle zu uns ins ACCB gekommen und gehen jetzt dort in die Zuchtprogramme über. Wir züchten sehr erfolgreich die Gelbkopfschildkröte, ehemals von Indien bis China in einem riesigen Gebiet weit verbreitet, war die am häufigsten gehandelte Schildkrötenart überhaupt. Mittlerweile ist sie kritisch von der Ausrottung bedroht. Wir haben fast 500 Individuen jetzt im Zoo und suchen gerade Fördergelder, um die Auswilderung für diese Art vorzubereiten. Wir halten die alten Tiere sehr, sehr naturnah. Also das ist der Vorteil, wenn man eben im Land ist. Also unten rechts sieht man eins der Alttiere sitzen. Der Nachteil ist, dass wir die Jungtiere separieren müssen, weil sie eben ansonsten von Schlangen und großen Echsen und Vögeln uns weggefressen würden. Und da sieht man, also von diesen Aufzuchtanlagen haben wir mittlerweile 3 oder 4, auch für die anderen Arten. Unsere größte Schildkröte, die wir haben, ist die südliche Flussschildkröte Batagor, Aphinis Edward Molly, eine Art oder eine Unterart, die in Kambodscha auch als ausgestorben galt, 2002 aber wiedergefunden wurde, trotzdem immer noch praktisch kurz davor steht, auch in Kambodscha wieder ausgerottet zu werden. Hier vor allen Dingen auch durch Lebensraumverlust, weil die Sandbänke abgebaggert werden. Und die dritte im Bunde ist die Ambuina Scharnierschildkröte, eine aus der Gattung Koora, die noch relativ gering bedroht ist, aber auch die bekommt mittlerweile Probleme und ist auch immer seltener auf den Märkten zu finden. Und auch hier werden wir hoffentlich irgendwann in die Auswilderung gehen können, weil wir hier sehr erfolgreich auch in der Zucht sind. Und insgesamt, um das Schildkrötenthema da auch abzuschließen, sind wir jetzt dabei, einen National Turtle Action Plan zusammen mit Partnern zu entwickeln, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, mit welchen Arten man eben wirklich zuerst was machen muss, welche priorisiert werden, beziehungsweise auch Arten, wo wir eventuell gar nichts machen können, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten mehr dazu haben. Ja, Übergang zu den Vögeln. Etwas, was mich sehr, ich sag mal, sehr geärgert hat in diesen Artenschutzbemühungen war, ich glaube, das war September letzten Jahres oder davor das Jahr,
wo es eben durch die Presse ging, dass der Koala mehr oder weniger ausgestorben ist, dass es nur noch weniger als 80.000 Tiere gibt und eben diese Koala, diese Koala Foundation ihn für ausgestorben erklärt hat. Das ist natürlich Medienrummel, weil es ist natürlich ein süßes Tier und ausgestorben verlinkt mit einem süßen Tier funktioniert immer. Wenn man sich aber eben die reale Bedrohungslage vieler anderer Arten ansieht, dann stößt zumindest mir das sauer auf. Weil wir zum Beispiel mit dem Riesenibis arbeiten. Das ist der königliche Vogel Kambodschas und eine der am stärksten bedrohten Vogelarten auf der gesamten Welt. Er kommt eigentlich nur noch in Kambodscha vor. Ab und zu verfliegt sich nochmal einer nach Laos. Und man geht davon aus, dass es insgesamt keine 300 Individuen mehr davon gibt. Drei davon haben wir im Moment im ACCB und versuchen uns da jetzt in der Erhaltungszucht. Wenn man aber eben sieht, 80.000 Tiere beim Koala und 300 bei so einem Vogel. Der Koala kriegt das gute Artenschutzgeld, während wir für den Riesenibis in der Regel kaum irgendwo Unterstützung bekommen. Also da sieht man, wie ungleichgewichtet Artenschutz eben auch in der finanziellen Unterstützung funktioniert. Ähnliches hier, der Weißschulter-Ibis, auch eine Art, die hauptsächlich nur noch in Kambodscha zu finden ist. 95% der Weltpopulation konzentrieren sich auf dieses Land. Und er hat das Glück, dass es immerhin noch um die 1000 Individuen von ihm gibt. Von ihm haben wir auch ein paar mehr in der Haltung, im Moment 7 Tiere. Auch hier versuchen wir jetzt in die Zucht zu gehen. Also wir haben aus Eigenmitteln gestemmt, eine relativ große, also für uns das größte Gehege, was wir im Moment haben, für diese 7 Tiere. Dadurch, dass man einfach nichts auch über die Ökologie der Tiere weiß, müssen wir da viel probieren, wie wir sie in die Nachzucht bekommen. Also das kann eventuell dann eben auch noch ein paar Jahre dauern. Aber wir begleiten das Ganze zum Beispiel auch wissenschaftlich. Also wir hatten einen Studenten auch von der Uni Münster da, der geguckt hat, wie die Tiere in dieser neuen Zuchtanlage auskommen, sich verstehen, um einfach auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir die Haltung auch optimieren können. Und der dritte Vogel im Bunde, also von den Hauptarten, die wir haben, ist die Barttrappe. Ungleich stärker noch bedroht. Also es gibt eine Population noch in Kambodscha. Das ist eine Unterart, die wahrscheinlich aber auch eine Art ist, wo wir also wirklich auch nur noch von wenigen 100 Individuen sprechen und eigentlich alle Ornithologen sicher sind, dass wenn wir jetzt nicht machen, ist die in den nächsten 10 Jahren ausgerottet. Und deswegen machen wir jetzt was. Also die Regierung hat auch erlaubt, dass wir Eier der Natur entnehmen dürfen. Das haben wir auch schon getan und haben sie auch erfolgreich großgezogen und bauen gerade diese Zuchtanlage. Also das wird dann wirklich unsere größte Anlage im ACCB. Also schon der Bau für uns eine Herausforderung, wo wir eben versuchen, in Unterteilungen dann diese Art erst einmal in die Erhaltungszucht zu bekommen und dann eben auch mit unseren Partnern tatsächlich wieder auszuwildern, um die Populationen zu stärken. Und da kommen wir dann zu unserer In-Situ-Arbeit, also praktisch der Arbeit, die wir im ACCB dann wirklich im Lebensraum machen. Da gehört dann eben die Barttrappe teilweise mit dazu, weil wir das zusammen mit Partnern machen. Aber wir konzentrieren unsere Arbeit im Moment sehr stark auf das Siemphang Wildlife Sanctuary im Norden Kambodschas, wo wir mit Rising Phoenix einen sehr, sehr starken Partner haben, der sich dort intensiv praktisch um die Lebensräume und den Arterhalt im Lebensraum kümmert. Das ist zum Beispiel einer unserer Wollhalsstörche, unserer Nachzuchten, den wir dort freigelassen und besendet haben, einfach um herauszufinden, auch was die Tiere machen, nachdem wir sie freigelassen haben. Ähnliches haben wir mit einem Bengal oder mit 2 Bengalgeiern gemacht, die wir eben mittlerweile auch über Satelliten verfolgen können, weil hier vollkommen unklar ist, wo diese Geier überhaupt brüten. Und gerade die Geier sind eben einer unserer Schwerpunkte dort oben zusammen mit Rising Phoenix, weil die Geier in Kambodscha fast ausgestorben sind. Also wir hatten über lange Jahre ein sogenanntes Geier-Restaurant, was wir vor 2 Jahren aufgegeben haben, weil einfach keine Geier mehr gekommen sind. Das heißt, hier haben wir wirklich einen extremen Individuenschwund, nicht nur beim Bengalgeier, sondern auch vor allen Dingen beim Lappengeier, der noch seltener ist. Und den wir auch immer wieder bekommen. Also das ist ein Jungtier, was wir aufgepäppelt haben, weil diese Tiere tatsächlich als Nestlinge auch dem Nest entnommen werden, auf Märkten verkauft werden als Haustier
oder Ähnliches. Und mittlerweile geht man davon aus, dass es von diesem Lattengeier wahrscheinlich keine 50 Exemplare mehr in Kambodscha gibt. Und deswegen arbeiten wir da eben auch viel mit praktisch mit Awareness-Arbeit, also mit Öffentlichkeitsarbeit, und haben es tatsächlich letztes Jahr auch geschafft, die Diclofenac in Kambodscha zu verbieten. Das ist ein Mittel aus der Tiermedizin, was in Indien dafür gesorgt hat, dass die Geierbestände zusammengebrochen sind, weil schon geringste Mengen für Geier tödlich sind. Und wenn man also eine Kuh behandelt hat mit Diclofenac und die stirbt dann eben doch, dann kommt es eben zu solchen Geieransammlungen um das Aas. Und wenn eben das Aas vorher behandelt wurde, dann würden praktisch diese gesamten Geier, die dort fressen, absterben. Und das wäre in Kambodscha ein Desaster, weil zum Beispiel beim Lappengeier, wenn da eben 30 Tiere an so einem Aas fressen, dann ist über die Hälfte der Population tot. Deswegen war es für uns wirklich ein großer Erfolg, dass wir Diclofenac verbieten konnten. Wir haben es jetzt auch nochmal überprüft. Also wir haben so ein geheimes Monitoring in den Läden und auf den Märkten gemacht, und es scheint tatsächlich im Moment nicht in Kambodscha erhältlich zu sein. Was wir auch machen, wir arbeiten in einem kleinen Waldschutzgebiet in der Nähe des ACCB, ein Schutzgebiet nur für diese Baumart, die man hier vor uns sieht. Das ist das siamesische Rosenholz. Wirklich eine der begehrtesten Holzarten überhaupt, also wirklich auch ein Baum, für den getötet wird. Also thailändische Waldhüter wurden tatsächlich getötet, als sie illegale Palisanderholzgewinnung versucht haben zu stoppen, weil einfach die Preise, die dafür aufgerufen werden, ins Unermessliche gehen. Also das ist einfach eine sehr, sehr hohe Gewinnmarge. Und das ist das einzigste Schutzgebiet in Kambodscha, wo diese Baumart noch steht und wo eben praktisch Setzlinge und Samen gewonnen werden sollen, um die Baumart überhaupt zu erhalten. Und deswegen ist das relativ gut militärisch gesichert und für uns natürlich dann als Schutzgebiet für das Freilassen von Tieren auch perfekt. Trotzdem engagieren wir uns da eben auch in der Wiederaufforstung. Also wir unterstützen die Waldbehörde praktisch in den Aufforstungsmaßnahmen, aber eben auch in der Erforschung dieses Waldschutzgebietes. Also wir haben mittlerweile Wirbeltier-Biodiversitätsaufnahmen gemacht, wir haben ein Monitoringprogramm gestartet, wir bilden die Wildhüter aus, also einerseits in den praktischen Maßnahmen, was sie machen, wenn sie ein verletztes Tier finden, aber eben auch in der Gewinnung von Daten über die Biodiversität in diesem Schutzgebiet. Und so etwas Ähnliches machen wir jetzt auch zusammen mit dem WWF im Mong Community Forest. Das ist auch ein großes Waldschutzgebiet, was die Mönche sich wirklich mit ihrem Leben erstritten haben, wo wir jetzt zusammen mit dem WWF die Mönche trainieren, wie man eben Biodiversität aufnimmt. Man sieht das hier mit Fotofallen, damit wir überhaupt mal eine Idee bekommen, was alles in diesem Waldgebiet bei ihnen vorkommt. Und zum Abschluss noch ganz kurz ein Projekt der Zukunft, also wo wir gerade versuchen, Fördergelder zu bekommen. Das ist die Tonle Sap Wassernatter, eine Wasserschlange, die nur im Tonle Sap vorkommt, also dort endemisch ist. Also meines Erachtens eine extrem starke Verantwortungsart für Kambodscha. Trotzdem hat sie praktisch keinerlei Lobby, also weder bei den Behörden im Land noch bei irgendwelchen anderen NGOs im Land. Und das Problem ist eben, dass der Tonle Sap gerade unterschiedlichst bedroht ist, also einerseits durch den Klimawandel, andererseits durch Staudämme, die gebaut werden, und diese Wassernatter also ihren Lebensraum verliert. Mit ihr leben im Tonle Sap noch 7 weitere Wassernattern. Das ist also gleichzeitig die größte Artengemeinschaft von Wasserschlangen überhaupt auf der Welt, aber eben gleichzeitig auch wahrscheinlich die Schlangenart oder die Schlangenarten, die am stärksten ausgebeutet werden. Also es sind, ähnlich wie bei den Schildkröten, das sind Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Also man sieht das links, das ist ein Händler, rechts ist so ein Fang, den wir mal untersucht haben. Und wir haben dort eben schon angefangen, ein bisschen das Monitoring nochmal zu machen. Das sind alte Bilder. Historisch wurde da noch sehr viel mehr gefangen und die Wassernattern waren vor allen Dingen Futter für die angrenzenden Krokodilfarmen, weil es einfach billiges Fleisch war. Mittlerweile kriegen die Krokodilfarmen Hühnchenfleisch aus Thailand, weil die Wassernattern die Zahlen so gering wurden, dass die im Preis teurer sind als importiertes Hühnchen.
Hier sieht man, das ist der Tagesfang einer Händlerin. Also das ist nichts im Vergleich zu dem, was es früher war. Und mittlerweile werden die tatsächlich zu hohen Preisen auf Touristenmärkten auch verkauft, wo man dann eben diesen Thrill-Faktor hat, wenn man mal eine Schlange isst. Das gibt es teilweise in normalen Restaurants, aber eben vor allen Dingen auch auf den Touristenstraßen in Siem Reap. Und die Zahlen, die dahinter stecken, sind unglaublich. Also das ist ein Monitoring aus Anfang der 2000er Jahre, wo wir von insgesamt fast 8 Tonnen Schlangen reden, die dort jährlich aus diesem See geholt wurden. Und unser erster Angang wird es jetzt sein, erstmal zu gucken, wie hoch die Zahlen heute noch sind. Also meines Erachtens werden die wahrscheinlich stark zurückgegangen sein. Das lässt zumindest das erste Screening vermuten. Hier sieht man so ein paar Einblicke. Also das ist eine der Dörfer, wo wir aktiv waren, direkt am Tonle Sap gelegen und wo wir das über Interviews erstmal gemacht haben, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Schlangenhändler gibt es überhaupt noch und welche Arten mittlerweile im Moment diejenigen sind, die lukrativ sind. Wir haben teilweise Zählungen gemacht von der Beute, von der täglichen Beute. Und die ersten Ergebnisse zeigen eindeutig, also dass die Bestände mehr oder weniger zusammengebrochen sind und wir hier tatsächlich langsam aktiv werden müssen, wenn es nicht schon mehr oder weniger zu spät ist. Und da versuchen wir jetzt gerade Fördergelder für zu bekommen. Ja, ansonsten bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es war der Versuch eines kurzen Überblickes über all die Aktivitäten, die wir machen. Und wir können jetzt über die Fragen gerne auch nochmal ins Detail gehen. Ja, genau. Vielen Dank für die spannende Einführung und die Einblicke in eure vielfältigen Aufgaben. Wir würden dann jetzt den Raum für Fragen öffnen. Wie gesagt, über die Handhebefunktion oder durch ein Sternchen im Chat könnt ihr euch melden. Und dann geben wir euch frei, dass ihr eure Frage stellen könnt. Haltet euch da bitte an die 45-Sekunden-Grenze für die Frage. Ich würde auch direkt einen Einstieg machen. 2018 wurde ja vom Rat der Stadt Münster der Masterplan 2030 Plus verabschiedet. Und dabei stellt ihr den Zoo ja zukünftig in 4 Bereiche auf. Einer davon ist zum Beispiel der Artenschutz- und Klimacampus. Was können wir da erwarten? Und für die Meranti-Halle, worauf können sich da die BesucherInnen, aber vor allem die Tiere freuen? Also der Artenschutzcampus soll ein bisschen das machen, was ich eingangs erklärt habe. Also Zoos zeigen in der Regel natürlich die charismatischen Säugetiere. Das müssen wir auch, sage ich ganz klar, weil wir müssen natürlich das Geld für den Artenschutz auch irgendwo erwirtschaften. Und der Artenschutzcampus soll eben, sage ich mal, die Artenschutzgeschichten der kleinen Tiere erzählen oder derjenigen, die eben nicht so im Fokus sind. Das heißt, da reden wir dann von einem Querzahnmolch, der nur in einem See in Mexiko vorkommt, von Nonnen gerettet wurde, weil sie daraus Hustensaft herstellen und der eben mittlerweile in Europa auch in der Haltungszucht ist. Oder von einem Bierschnegel, der in Deutschland stark bedroht ist, weil er den Lebensraum nicht mehr hat. Oder einer Deserta-Tarantel, die wir demnächst auch schon bekommen, die auf einer kleinen Insel, also das ist wahrscheinlich also die größte oder eine der größten Spinnen Europas, die größte Wolfsspinne überhaupt, kommt nur auf einem winzig kleinen Bergsattel einer winzig kleinen Insel vor und ist mittlerweile eine Spinne, die kurz vor der Ausrottung steht. Also praktisch die Artenschutzgeschichten sollen dort erzählt werden, es soll aber auch ein Forum sein, wo man sich trifft, wo man diskutieren kann, wo Veranstaltungen stattfinden, eben auch solche kritischen, also wir setzen uns ja gerne auch mit all den Problemen auch auseinander und vor allen Dingen eben wirklich das Artensterben, wo wir wirklich mittendrin sind, auch nochmal thematisiert. Die Meranti-Halle wird, denke ich, für die Tiere, die wir dort haben, sehr angenehm. Also wir machen sie ja, also sie wird nicht überfüllt sein, sondern wir haben ja ein paar Fokusarten, die natürlich praktisch in Anführungsstrichen nicht sichtbaren Gehegen sind. Wir haben natürlich aber dann auch viele freifliegende und freilebende Arten. Aber sowas wie den Riesenotter oder zum Beispiel, der würde uns die ganze Halle leer fressen. Also dem muss man irgendwo dann auch die Grenzen setzen. Aber die Grenzen haben wir, glaube ich, sehr großzügig gesetzt. Genau, ich habe auch noch eine Frage. Erstmal danke für den Vortrag. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant.
Ich wollte fragen, welchen, vielleicht als Disclaimer vorweg, ich war noch nie in Münster im Zoo, deswegen weiß ich nicht, wie stark das da gemacht wird. Aber ich wollte fragen, welche Rolle die Aufklärungsarbeit darüber im normalen Zoobesuch quasi spielt. Also, oder wie Sie sich das wünschen würden. Also beispielsweise, dass irgendwie noch mehr über den Klimawandel, über den Biodiversitätsverlust und so aufmerksam gemacht wird. Und keine Ahnung, vielleicht auch mal mit einem, ist jetzt so aus der Luft gegriffen, mit einem Lerngehege darauf aufmerksam zu machen, okay, diese Art ist ausgestorben, die hat der Mensch ausgerottet, so. Also genau, welche Rolle das Ihrer Meinung nach spielen sollte im normalen Zoobesuch? Ich finde, das muss eine wichtige Rolle spielen. Also das ist auch ein bisschen so der Hintergrundgedanke, den wir eben im Artenschutzcampus auch umsetzen wollen, wo wir ein bisschen auch in die Richtung denken. Also zum Beispiel, sag mal, ein Aquarium einfach mal mit Müll zumachen und vielleicht nur irgendeine sehr häufig vorkommende Garnelenart oder ähnliches reinsetzen, einfach um zu zeigen, wie tatsächlich die Realität der Meere und vieler Strände vor Ort ist. Es ist immer ein bisschen ein Wabonspiel, weil wir das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen wollen, sondern ich sag mal, denen finde ich, wir müssen das so geschickt machen, dass die Menschen diesen Zeigefinger selber erkennen, und wir ihn nicht vorhalten. Ich persönlich, also wenn Sie mich fragen, ich würde sehr viel stärker auf das Artensterben aufmerksam machen als auf den Klimawandel, weil ich persönlich das Artensterben als noch die schlimmere Dimension wahrnehme. Tatsächlich spielt das aber im Moment im Zoo in vielen Punkten noch eine zu unbedeutende Rolle. Und das ist eben aber auch der Schritt Richtung Masterplan, wo wir gesagt haben, das muss stärker in den Vordergrund kommen. Dann würde ich einfach mal die Frage stellen, wie interessierte Menschen euch über den Besuch hinaus bei euren Bemühungen unterstützen können und welche Unterstützung ihr euch von der Politik wünschen würdet. Ja, über den Zoobesuch hinaus, sage ich mal, sind das die engagierten Privathalter, die uns natürlich helfen. Also allein das Schildkrötenzentrum, das hätten wir, ich sage mal, mit Zoo und Elmar und Ingrid zusammen alleine nie so geschafft, sondern da arbeiten wir ja mit Privathaltern aus ganz Deutschland, ja, nicht nur aus ganz Deutschland, sondern mittlerweile aus ganz Europa zusammen, die eben zum Beispiel Jungtiere von uns in die Haltung nehmen, aufziehen. Und gegebenen dann ebenfalls als fortpflanzungsfähige Tiere auch wieder zurückgeben. Das heißt, da arbeiten wir schon sehr stark mit dem Ehrenamt zusammen. Das Gleiche passiert natürlich bei Citizen Conservation, dann jetzt mit Amphibien. Da kann man also sicherlich über den Zoo hinaus sich engagieren. Und wir haben natürlich auch immer wieder im ACCB Ehrenamtler, die dort sagen, sie arbeiten ein paar Monate mit. Also das muss man auch ganz klar sagen. Die Frage nach der Unterstützung der Politik, was ihr euch da wünschen würdet. Ja, Politik ist eine schwierige Frage. Also auf der einen Seite kriegen wir natürlich viel Unterstützung schon von der Stadt. Auf der anderen Seite würde ich mir von der Politik wünschen oder auch von der Gesellschaft teilweise wünschen, dass wir wirklich stärker als Bildungs- und Artenschutzeinrichtung wahrgenommen werden und nicht als Wirtschaftsbetrieb, weil wir müssen natürlich wirtschaftlich sein, aber de facto sind wir kein Wirtschaftsbetrieb. Also den Artenschutz, den Bildungsanspruch, den wir haben, auch jetzt, was Ausbildung von Studierenden angeht oder so, da übernehmen wir gesellschaftliche Rollen. Und diese gesellschaftlichen Rollen, finde ich, sollten von der Politik wahrgenommen, akzeptiert und auch honoriert werden. Und ich wünsche mir natürlich von der Politik mehr Engagement im Artenschutz. Also wenn man sieht, wie uns gerade der Feuersalamander vor der Haustür wegstirbt und aus der Politik eigentlich keinerlei Hilfe im Moment kommt, ist das in meinen Augen eher ein Desaster. Also das ist schon, ja, kein gutes Zeichen der Politik. Im Chat kam vorhin noch die Frage auf, wie das mit den Sendern auf den Vögelrücken ist. Stören die oder ist das für die Vögel eher keine Belastung? Also wir gehen davon aus und auch viele andere Forscher, dass es keine Belastung ist. Wir machen es in der Regel so, also wir besendern ja immer Tiere, die vorher auch bei uns waren, mit Ausnahme der Geier. Die sind tatsächlich gefangen worden und dann besendet worden. Aber wir testen, also der Sender selber ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Tragegeschirr. Und das testen wir in der Regel vorher an den Vögeln. Also die tragen das im Gehege für ein paar Monate.
Und wir gucken dann sehr deutlich nach, ob es irgendwelche Scheuerwunden gab oder ob die Vögel praktisch im Flug beeinträchtigt sind oder so ähnlich. Und deswegen, also wir haben da noch nie irgendwelche Auffälligkeiten gehabt und der Sender selber ist so leicht, das spüren die nicht. Also das ist, dass wir reden davon ein paar Gramm. Ja, auch von mir erstmal danke für den Vortrag. Und Sie haben ja auch schon über diese heimischen Arten gesprochen und was mich, also was ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass so die deutsche Bevölkerung immer sehr groß dabei ist, wenn irgendein süßes Tier irgendwie in Afrika oder Südostasien gerettet werden soll, dann wird immer groß mit dem Zeigefinger irgendwie gesagt, wie könnt ihr den Lebensraum kaputt machen und da muss man jetzt mal Geld in die Hand nehmen und die Art retten. Aber wenn in Deutschland dann irgendwie Wölfe wieder ausgewildert werden und da irgendwie natürlich auch irgendwie Schäden für die Landwirtschaft oder die Tierhaltung entsteht, dann ist da sehr wenig Bereitschaft. Also was glauben Sie, muss sich da irgendwie, sagen wir mal so, für den heimischen Artenschutz noch irgendwie bessern oder gesellschaftlich vielleicht verändern? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also ich sage mal, bevor ich zum Zoo gekommen bin, war ich bei einem Naturschutzverband in Bayern, wo ich natürlich gerade auch mit dieser Problematik zu kämpfen hatte. Also mit dem Wolf damals noch nicht, aber mit dem Biber sehr wohl oder mit dem Fischotter. Und ich war in einer Region mit sehr vielen Karpfenteichen, wo der Fischotter wirklich ähnlich wie der Wolf gehasst wird und mittlerweile in Bayern auch wieder bejagt werden darf, zu Forschungszwecken, wie es heißt. Da müssen wir, also da erwarte ich von der Politik, ehrlich gesagt, deutlichere Zeichen. Natürlich auch deutliche Unterstützung. Also ich sag mal, beim Wolf lässt die Politik die Weidetierhalter noch in großen Flächen alleine. Also es ist ja mit der Unterstützung für einen Zaun ist es ja nicht getan, sondern ich sag mal, Schäfer ist so schon ein echt beschissener Job, der wenig honoriert wird. Und wenn dann der Wolf noch oben drauf kommt, dann müssen wir uns nicht mehr wundern, dass die Schäfer uns von da praktisch wegsterben. Und wenn uns die Schäfer wegsterben, ist das genauso schlimm, wie wenn wir ein Artensterben haben, weil einfach die Schäfer sehr viel in der Naturschutzarbeit leisten. Und das müssen wir viel stärker honorieren. Ich habe sehr intensiv mit Schäfern zusammengearbeitet. Die Bürokratie, die da teilweise gemacht wird von Seiten der Behörden, ist ein Krampf. Also ein Beispiel, mein Schäfer musste Strafe zahlen, weil ich auf der Fläche, die er mit seinen Schafen beweidet hat, einen ungefähr 10 Quadratmeter großen Teich angelegt habe, der praktisch ja dann nicht mehr beweidet wird, also aus der Beweidung hätte rausgenommen werden müssen, das haben wir vergessen und daraufhin müssten wir Strafe zahlen. Das sind einfach Sachen, da ist der Wolf das kleinste Übel. Und da müssen wir auch von der Politik, denke ich, stärker Zeichen setzen, dass wir wirklich diese Arten schützen wollen und da Wege möglich machen, dementsprechend zu handeln, weil das ist ja nicht nur der Wolf, das ist der Luchs, der im Bayerischen Wald weggeknallt wird, sobald man ihn irgendwo freilässt und wo ja auch wirklich Emotionen dahinter sind. Also in Bayern gab es einen Fall, da wurde der Luchs nicht nur abgeschossen, sondern die abgeschossenen Beine wurden vor die Wildkamera gelegt, die den Luchs beobachtet hat. Also da sieht man, was für eine Emotion diese Tiere auch auf beiden Seiten entwickeln. Also beim Bison sieht man es ja auch, das scheitert an zwei Waldbauern, die klar sagen, wir kriegen Unterstützung, aber es geht uns nicht um die Unterstützung, sondern es geht uns ums Prinzip. Und das sind die Konflikte, die man lösen muss. Ich möchte nochmal alle Zuschauerinnen ermutigen, weitere Fragen zu stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde vielleicht noch die Frage anschließen, weil es ja oft die Kritik gibt, dass Zoos nicht unbedingt artgerecht wären und dass Tiere nicht zufrieden sind. Gibt euch vielleicht die erfolgreiche Zucht verschiedener Arten doch recht, dass die Tiere zufrieden sind? Zum Beispiel bei den Geparden wart ihr ja zum Beispiel sehr erfolgreich. Und da vielleicht auch direkt die Frage, wie geht es bei den Geparden nach dem Tod von Isantia jetzt weiter? Ja, das ist natürlich, ich sag mal, die stärkste Kritik, der wir uns immer aussetzen müssen. Und ich würde mal behaupten, dass Kritiker teilweise zumindest auch recht haben. Also wir haben mit Sicherheit noch Zoohaltungen, wo auch ich sage, da müssen wir dran. Aber das ist bei Zoos auch normal. Also wenn man vorne anfängt, neu zu sanieren und Gehege zu verbessern, sobald man da fertig ist, fängt man hinten wieder an. Also wir, mit all der Forschung, die wir im Zoo machen, auch was Tierwohl oder gerade was Tierwohl angeht,
kriegen wir neue Erkenntnisse und die neuen Erkenntnisse müssen wir natürlich auch erstmal umsetzen. Also das ist ja praktisch ein ewiges, ein lebenslanges Lernen, wie es so schön heißt. Das heißt, wir haben natürlich immer auch Anlagen, die auf einem Stand sind, wo wir es heutzutage besser wissen, aber wir einfach noch nicht die Möglichkeiten hatten, diese Anlagen dem neuen Wissen anzugleichen. Und letzteres, also diese Anlagen sind natürlich immer die, die dann ganz gerne von Kritikern nach vorne gezogen werden, während die guten Anlagen oder die sogar die Anlagen, die der Zeit voraus sind, bei so einer Kritik natürlich nicht vorgezeigt werden. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, viele der Kritiker haben Anlagen, die sie empfehlen, wo ich deutlich mehr Bauchschmerzen habe als bei der schlechtesten Zoo-Anlage. Weil die Zoos da, glaube ich, nochmal teilweise sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Und wir beobachten das ja auch. Also es ist ja nicht so, als ob es uns egal ist, wie sich unsere Tiere in den Anlagen fühlen, sondern wir haben ja immer unsere Begleitprogramme. Ne? Also wir haben immer wieder Studierenden von Uni Osnabrück und Münster und Frankfurt und überall her, die eben tatsächlich bei uns über die Verhaltensstudien uns auch Ergebnisse liefern, ob es den Tieren gut oder schlecht geht. Ne? Also das liegt ja auch in unserem eigenen Interesse. Und den Geparden geht's gut. Also die sind tatsächlich ohne die Mutter, also die waren ja zum Glück schon aus dem kritischen Alter heraus. Die machen sich prächtig, werden dann wahrscheinlich eben über die Erhaltungszucht irgendwann an andere Zoos verteilt werden. Aber ich sag mal, wir machen mit der Anlage, sind wir sehr, sehr erfolgreich mit unserer Gepardenzuchtanlage. Die bleibt jetzt auch so bestehen. Und wir werden da weiterhin züchten, eben immer im Rahmen des EEPs. Also das heißt, es ist ja das Erhaltungszuchtprogramm, was dann bestimmt mit, also ob wir noch züchten dürfen und wenn ja, mit welchen Tieren. Wenn es uns keine weiteren Fragen gibt, sind wir auch schon am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank an alle Zuschauerinnen und vor allem vielen Dank an dich, Philipp, dass du die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und uns Einblick in eure vielfältige Arbeit zu geben. Gerne. Und dann an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung für unsere nächsten Veranstaltungen. Die nächste Ausgabe 60 Minuten mit findet am 7. April statt. Dort wird Niklas Nienaß, Abgeordneter des Europaparlaments, zu Gast sein und über die Bedeutung der EU für die Universität reden. Und auch um die EU wird es nächste Woche gehen, denn im Rahmen der Veranstaltungsreihe Freiheit und Demokratie, die wir zusammen mit verschiedenen Arbeitsgruppen der Grünen Münster organisieren, findet am Montag, den 15.03. die Veranstaltung Export und Demokratie, die Rolle der EU und Deutschlands in Belarus statt, zu welcher die AG Europa Frieden und Internationales herzlich einlädt. Wenn ihr darüber hinaus noch Lust habt, bei uns aktiv mitzumachen, schaut gerne einmal bei einem unserer Pläne vorbei. Diese sind jeden Dienstag ab 19 Uhr. Noch einmal vielen Dank an Dr. Philipp Wagner für die spannende Veranstaltung und euch allen eine schöne Restwoche und bleibt gesund. Dankeschön.